Eine Aufgabe aus dem Bereich der Wahrscheinlichkeiten. Man wirft einen Würfel zweimal. Frage: Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird die Summe der Punkte gleich 8 sein, wenn man beim ersten Wurf eine ungerade Zahl erhalten hat? Wir stellen zuerst den Ergebnisraum dar, diese Menge Omega, und nennen A das Ereignis, die Summe ergibt 8. Dieses Ereignis besteht aus diesen 5 Ausfällen. Bei diesen 5 Ausfällen ist die Summe effektiv 8. Jetzt nennen wir noch B das Ereignis, der erste Wurf ist ungerade. Und dieses Ereignis besteht aus diesen 18 Ausfällen. Die Wahrscheinlichkeit vom Ereignis A unter der Bedingung vom Ereignis B berechnet sich allgemein durch diese Formel. Wir suchen also die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten mit B, das heißt die Anzahl günstiger Fälle, das sind die Fälle 5, 3 und 3, 5, geteilt durch die Anzahl möglicher Fälle, das heißt diese 36. Die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten mit B beträgt also 2 36. Geteilt durch die Wahrscheinlichkeit der Bedingung B. Und diese Wahrscheinlichkeit wird auch berechnet durch die Anzahl günstiger Fälle, das heißt diese 6 und diese 6, also 18, geteilt durch die Anzahl möglicher Fälle, also 36. Dieser Wurf, das ergibt 2 Achtzehntel, also 1 Neuntel. Man hätte diese Wahrscheinlichkeit auch ohne die allgemeine Formel berechnen können, indem wir sagen, es ist ganz einfach die Anzahl günstiger Fälle, das heißt dieser und dieser, also 2, geteilt durch die Anzahl möglicher Fälle, angegeben durch die Bedingung, also diese 18. Diese bedingte Wahrscheinlichkeit kann also sofort berechnet werden durch 2 Achtzehntel, das heißt 1 Neuntel. Und die Aufgabe ist schon beendet.